Hallo und herzlich willkommen in der neuen Videoreihe von den Grillschweinen. Es geht um Soßen, es geht um Barbecue-Soßen, es geht um Geschmack, es geht um das alles, was ihr hier seht. Das sind in Summe über 40 Barbecue-Soßen. Ich habe auch noch ein paar in der Kiste drin. Aber es haben nicht mehr alle hingepasst. Und was werde ich in dieser Videoreihe machen? Ich werde mir mit euch diese Soßen mal anschauen, um mal rauszufinden, was eine Barbecue-Soße überhaupt ausmacht. Und da muss ich dazu sagen, in Deutschland, da ist so eine Barbecue-Soße halt eher dafür gedacht, naja, man hat eh sein billiges Discounterfleisch, was schlecht mariniert ist, und da tunkt man dann sein Fleisch nochmal rein. Und das ist für viele Barbecue-Soße. Aber es gibt auch Soßen, die natürlich auch viel Geld kosten. Da kostet dann auch wirklich mal so ein Glas von so einer Barbecue-Soße ein Zehner. Wo Leute sich denken, was, das kann ja sein, ich kaufe doch hier mal gut und günstig für 1,49 Euro. Ja, aber es gibt dann natürlich auch da einen großen Unterschied, was den Geschmack angeht. Und nicht jede Barbecue-Soße ist gleich. Es sind Barbecue-Soßen dabei, beispielsweise hier mit 0% Zucker. Komplett kalorienfrei. Ich habe Barbecue-Soßen hier mit dabei, beispielsweise das hier, das ist eine asiatische auf Sojaölbasis oder auch eine koreanische auch auf Sojasoßenbasis. Ich habe viele Klassiker mit dabei, beispielsweise die HP oder auch, ja natürlich ganz klar, Heinz, was man eben auch kennt. Aber ich habe auch die typisch deutsche Barbecue-Soße dabei auf Preiselbeerbasis. Wir haben auch irgendwelche, was war das nochmal, Fairtrade. Ich habe vegan Produkte mit dabei. Ich habe Produkte hier mit Jack Daniels beispielsweise drin. Jim Beam war auch irgendwo vertreten. Weiß gar nicht mehr, wo die jetzt gerade ist. Ich habe hawaiianische mit dabei und. Also ihr seht, es ist eine riesen Auswahl an verschiedenen Soßen. Und jede Soße schmeckt anders. Ich habe gestern Abend schon mein erstes Fleisch mariniert. Also als Vorbereitung fürs Video heute, was ich eben noch drehen werde. Und natürlich gehe ich jeden Tag duschen, aber heute Morgen meine Hände, die haben richtig rauchig gerochen, als wenn ich im Kohlesack rumgewühlt hätte, weil halt in manchen Barbecue-Soßen auch richtig intensives Raucharoma mit drin ist, was man gar nicht so einfach wegbekommt, was natürlich dann auch den Geschmack des Fleisches verändert. Ja, und von daher, ich bin großer Soßenfan, also ihr merkt, ich bin hellauf begeistert, ich freue mich auch schon auf diesen Soßentest, den ich jetzt eben hier mit euch machen werde. Bleibt auf jeden Fall dran, schaut es euch an. Ihr lernt extrem viel und ihr könnt damit auf jeden Fall euer Fleisch künftig selber richtig geil marinieren. Und das auf einfache Art und Weise. Natürlich wollen wir auch selber eine Barbecue-Soße machen. Von extrem einfach auf Ketchup-Basis bis extrem aufwendig. Aber wie es alles funktioniert in dieser Videoreihe. Vielen Dank und bis dahin.